Hallo Monika, schön, dass wir heute hier bei dir im Atelier sein können. Seit wann hast du dein Studio hier in der Plattform? Ja, schön, dass ihr heute zu mir gekommen seid. Ich bin seit 2009 in der Plattform, also seit Anfang an. Wie sieht dein typischer künstlerischer Prozess aus? Mit was startest du deine Kunstwerke? Ja, am Anfang liegen Reisen. Also ich sammle Eindrücke, ich bin viel unterwegs. Ich war in Ecuador, ich war 2017 auf den Azoren und da ist dann auch diese Reihe gestartet, die Volcanism-Serie. Das ist eines der ersten Arbeiten, die entstanden ist. Und diese Vulkaninsel ist wahnsinnig spannend. Ein neuer Vulkan ist vor 60 Jahren entstanden. Ich habe Fotos geschossen, denn mein Arbeitsmaterial auf Reisen ist die Kamera. Und zurück im Atelier sichte ich die ganzen Fotografien, die ich angefertigt habe. Und dann stellt sich raus, was interessiert mich. Und in dem Falle war es der Vulkanismus, also diese Rohheit, diese Direktheit, das erstmal, wenn ein Vulkan ausbricht, wird alles zerstört. Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Natur sich das wieder zurückholt. Und hier sieht man es ganz gut. Da habe ich so Sukkulenten, die ersten Pflanzen, die dann wieder kommen, also wieder grün wird und irgendwann wird es wieder eine ganz fruchtbare Landschaft. Also das ist mir ganz wichtig. Hier ist auch eine kleine Arbeit. Da ist jetzt schon viel drinnen, auch mit diesen Metalllinien, dann das Fließen der Lava, also es geht vom Berg runter, die fließt dann praktisch Richtung Meer. Und jetzt ganz aktuell ist es die neue Arbeit, die erst 2021 entstanden ist für die Ausstellung Supernature in der Galerie der Künstler. Und da habe ich also wirklich versucht, alles, was ich so an Eindrücken, Gefühlen hatte. Also ich male nicht ein Foto ab, sondern es ist einfach so eine abstrakte Umsetzung von meinen Eindrücken in diese Arbeit reinzubringen. Weißt du schon, wo deine nächste Reise hingehen wird? Ja, ich glaube, ich fahre wieder mal auf die Azoren. Mit Corona ging es leider nicht, aber es ist ja wieder besser. Super, vielen Dank für den Einblick in dein Atelier. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, ich danke auch.